Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich euch mitgenommen bei meiner wirklich realistischen Morgenroutine. Also ich habe mir für das Video nicht mal die Haare gekämmt, sondern bin wirklich wieder ins Bett gegangen, nachdem ich die Kamera hingestellt habe. Und es ist wirklich mein realistischer Morgen. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Morgen beginnt immer, wenn Felix zur Arbeit fährt. Das ist so ungefähr um 8, Viertel nach 8. Und ich verabschiede ihn dann und danach, ja, lege ich mich noch mal eine Stunde hin. Das heißt, dann ist es ungefähr so 9 Uhr. Und dann fange ich so langsam an aufzuwachen. Dann bin ich auch nicht mehr müde, sondern ich bin wirklich ausgeschlafen und wirklich bereit für den Tag. Ja, und dann strecke ich mich einfach so ein bisschen, weil, ja, das Bett ist einfach so sau bequem. Ja, und dann gehe ich meistens ans Handy. Das muss ich erstmal in dem riesen Berg hier an Kissen und Decken suchen. Und dann erledige ich meistens am Handy einfach so die Sachen, die man einfach, ja, die sich so über Nacht angesammelt haben. Zum Beispiel Instagram-Nachrichten oder lese mir Kommentare durch, auf YouTube auch ganz viel. Oder irgendwelche WhatsApp, die vielleicht angekommen sind, E-Mails. Gehe einmal so alles durch, was so den Tag halt oder die Nacht sich so angesammelt hat. Und wenn das dann erledigt ist, dann realisiere ich langsam, dass der Hund raus muss. Das heißt, ja, ich muss mir dann auch echt ein bisschen sputen und mache mich dann so langsam ans Aufstehen. Das Erste, was ich dann mache, sind meine Tabletten nehmen. Dann nehme ich ja L-Tyrox für meine Schilddrüse und auch Folsäure von Folio Forte nehme ich das. Das ist laut meiner Frau jetzt das Beste, also nehmen wir das natürlich. Ja, ich habe immer so ein bisschen Tee am Bett stehen für die Nacht, weil ich ja mich einfach dazu überreden muss, mehr zu trinken. Und da habe ich immer so ein 2 Liter Tee am Bettchen stehen. Und genau, L-Tyrox nehme ich 50er und dann nehme ich einfach die ganz normale Folio Forte Phase 2. So, und dann, nachdem ich meine Tabletten genommen habe, muss ich ja erstmal eine halbe Stunde warten, bis ich frühstücken kann. Und in der Zeit ist dann erstmal der Hund dran. Beziehungsweise, ja, was macht man nach dem Aufstehen? Man zieht sich erstmal an. Bei mir gibt es denn heute eine Jogginghose und meine Negetano-Jacke. Ich liebe die Jacken. Und langsam werden sie am Bauch ein bisschen eng, aber noch passt es. Aber die sind einfach so bequem, die Jacken. Und nein, ich werde dafür leider nicht gesponsert. Leider muss ich mir die selber kaufen. Aber ich liebe die Jacken wirklich sehr. So, und nachdem ich mich angezogen habe, geht erstmal auf die Toilette bzw. ins Badezimmer. Und bitte ignoriert den Berg an Wäsche da. Das sind die Arbeitsklamotten von Felix, wenn er auf der Baustelle arbeitet. Und genau, die liegen da einfach immer parat. So, wenn ich im Bad bin, gehe ich natürlich erstmal auf Toilette und danach kämme ich mir meine Haare ordentlich. Das dauert bei meinen vielen Haaren und sehr dicken Haaren leider etwas länger. Aber das ist ja auch nicht so das Problem. Wir wollen ja, dass die schön gepflegt sind. So, und dann wasche ich mir immer meine Hände und gehe mir einmal dann so richtig schön mit Wasser ins Gesicht, weil mich das einfach richtig schön wach macht und ich das einfach, ja, schon immer mache. Zähneputzen tue ich nicht, falls ihr euch wundert, weil ich das immer erst nach dem Frühstück mache. Ich habe da irgendwie so meine Routine einfach. Ich mag nicht mit frisch geputzten Zähnen frühstücken. Das schmeckt einfach nicht so gut, finde ich. Ja, und deswegen putze ich immer die Zähne erst nach dem Frühstück. So, und dann im Bett angekommen, wird erstmal wieder das Handy gesucht, in die Tasche gesteckt und dann wird Felix Bettseite gemacht. Aber nur wirklich Felix Seite, also die linke hier, weil ich mich ja
gleich wieder in meine Seite lege und damit nicht aufräumen muss. So, und dann gehen wir runter, frühstücken, denn es ist die halbe Stunde meistens rum. Und da gab es heute diese Nougat-Cornflakes. Ich weiß nicht, kennt ihr die mit der Nougat-Füllung? In der Schwangerschaft total ein Gelüst von mir und dementsprechend ein Muss an diesem Morgen. Dazu habe ich mir dann noch ein bisschen Gurke geschnitten. Ich mag so was Frisches am Morgen einfach auch noch total gerne. Und die Gurke hat sich da jetzt einfach angeboten. Und dann ist mein Frühstück auch schon fertig. Und das habe ich mir jetzt hier einmal ja, gut gehen lassen. Neben einem Video von der lieben Anna. Kennt ihr bestimmt auch. Und genau, ich frühstücke dann meistens immer mit irgendeinem YouTube-Video oder ähnliches. Und gehe dann wieder hoch in mein Zimmer. Und dann besteht mein Tag oder beziehungsweise mein Morgen bis 12 Uhr eigentlich nur noch darin, irgendwas für YouTube vorzubereiten, Videos zu drehen, Videos zu schneiden, hochzuladen, Thumbnails zu machen. Das mache ich wirklich so von 10 bis 12 Uhr komplett durch. Und um 12 Uhr beginnt dann schon die Mittagsroutine, finde ich. Und ja, da fange ich dann langsam an zu kochen, damit mein Bruder, wenn er von der Schule kommt, rechtzeitig was zu essen hat. Ja, und das war dann auch so meine Morgenroutine. Und ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Also eine richtig, wirklich realistische Morgenroutine, weil es, wie gesagt, echt mein richtiger Morgen war. Ich habe einfach so die Kamera mitgenommen und habe nichts gestellt oder so, sondern ja, so ist einfach mein Morgen. Ich ja, hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!